Grundsätzlich gilt, je kleiner das Kettenblatt, desto leichter kann bergauf mitgetreten werden. Zudem ist dies auch für den Motor einfacher. Je größer das Kettenblatt, desto besser kann bei höheren Geschwindigkeiten mitgetreten werden. Die entscheidende Komponente ist allerdings die resultierende Kettenlinie. Diese bestimmt, wie geradlinig oder schräg die Fahrradkette zwischen dem vorderen Kettenblatt und dem hinteren Ritzel verläuft. Die perfekte Kettenlinie erhält man also dann, wenn die Kette zwischen vorderem Kettenblatt und dem mittleren Ritzel hinten in einer Linie und parallel zum Rahmen verläuft. Dadurch sind alle hinteren Gänge schaltbar, der Kettenverschleiß minimiert und die größtmögliche Effizienz erreicht. Das ist bei den Fahrrädern meist dann der Fall, wenn sich die Kette vorne und hinten in der Mitte befindet, also hinten in der Mitte der Kassette und vorne beispielsweise im mittleren Kettenblatt, wenn das Bike vorne drei Kettenblätter hat. Wie kann das nun erreicht werden? Ganz einfach, die Position des vorderen Kettenblatts, also der Abstand zum Tretlagerende, sollte nach der Umrüstung derselbe sein wie vor dem Umbau. Dazu einfach die vordere Mitte ermitteln und mit unserer Bafang-Kettenblatt-Schablone abgleichen. Diese Schablone stellt den Bafang-Motor in der Draufsicht im Maßstab 1:1 dar. Außerdem ist der Versatz der jeweiligen Kettenblätter eingetragen. Die Länge der Kettenblattlinien entspricht deren Außendurchmesser. Aber Achtung, auch der Durchmesser des Kettenblatts bzw. des Motorgetriebes hinter dem Kettenblatt muss beachtet werden. Beide sollten nämlich nicht an der Fahrradschwinge streifen. Wenn du also die Möglichkeit hast, das Innenlager und somit auch das vorhandene Kettenblatt zu demontieren, dann lässt sich dieser Punkt sehr genau überprüfen. Dazu einfach die Schablone ausschneiden und im Tretlager platzieren. Damit ist ersichtlich, ob das Motorgehäuse oder das Kettenblatt an der Schwinge streifen. Wenn das Gehäuse die Schwinge berührt, dann sollten Tretlagerspacer verwendet werden. Diese sind in 2 und 5 mm Stärke erhältlich und können beliebig kombiniert werden. Falls das Kettenblatt an der Schwinge streift, dann empfiehlt sich die Verwendung von Kettenblattspacern in der Stärke von 2 mm. Bei Verwendung von mehr als einem Spacer sollten auch längere Kettenblattschrauben benutzt werden. Da das Motorgehäuse des Bafang-Mittelmotors hinter dem Kettenblatt einen Durchmesser von ca. 14 cm aufweist, können nur Kettenblätter mit größerem Durchmesser einen Versatz nach innen aufweisen. Die meistverwendeten Kettenblätter sind das 42er von Lecky und das 46er von Bafang. Beide Kettenblätter führen bei vielen Bikes zu einer guten Kettenlinie und sind ein guter Mix für Fahrten am Berg sowie in flachem Gelände. Die CYC X1 Pro und X1 Stealth Motoren weisen ein anderes Antriebskonzept als Bafang auf. Hierbei befindet sich die Position des Kettenblatts direkt am Tretlager. Dadurch ist kein Kettenblattversatz nach innen erforderlich. Aufgrund dieser Tatsache stellt die Kettenlinie bei den CYC-Motoren in den meisten Fällen kein Problem dar.